Hallo liebe Panzerfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr wisst, sind die Henglong-Panzer mit 320 Grad Turmdrehung ausgestattet. Dafür gibt es jetzt ziemlich neu ein Turmdrehkranz-Kit mit 360 Grad. Das heißt, dieses Kit hat hier einen Schleifkontakt und eine Steckerleiste dabei und damit kann man den Henglong-Panzer auf 360 Grad aufrüsten. Und das zeige ich euch jetzt in dem Fall mit dem großen Drehkranz an dem Leopard 2A6 von Henglong. Viel Spaß dabei! Hier haben wir unser Drehkranz-Kit. Den Inhalt habe ich euch in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Unseren schönen Leopard-Panzer müssen wir jetzt erstmal öffnen. Das ist eigentlich keine große Sache. Und zwar haben wir hier auf der Unterseite Verschraubungen. Mit diesen Schrauben ist die Oberwanne an die Unterwanne befestigt und die löse ich jetzt. Hier seht ihr noch drei Löcher mit Verschraubung. Hier müsst ihr nichts lösen, hier ist das Rauchmodul im Panzer verschraubt. Jetzt können wir hier die Oberwanne einfach abheben. Jetzt haben wir hier schon den Panzer mit dem Lautsprecher im Panzer. Hier haben wir das TK6.0 Modul, Kunststoffgetriebe und hier das Rauchmodul. Hier haben wir unsere Verkabelung. Die geht hier hoch, wie ihr seht, direkt an die Schusseinheit. Und deswegen kann der Panzer natürlich nicht, beziehungsweise der Turm, keine 360 Grad drehen, weil sich die ganze Verkabelung hier dann sonst verdrehen würde. Hier seht ihr jetzt unser Steckermodul und auf dem Steckermodul seht ihr hier verschiedene Bezeichnungen. Für was die einzelnen Steckplätze jetzt sind, wollen wir gar nicht jetzt erläutern. Dafür gibt es Pläne, da könnt ihr nachgucken. Wir gestalten es jetzt so einfach wie möglich, dass ihr den Umbau ganz einfach vornehmen könnt. Wichtig ist für uns diese Steckernummern CN6, CN10, weil genau die gleichen findet ihr auch wieder auf der Platine. Und im Endeffekt müssen wir die gerade austauschen. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel den Steckplatz CN16 von der Platine raus und stecken ihn hier in CN16 rein. Dieser Steckplatz ist farblich markiert, das heißt, er ist schwarz. Und stecken dann ganz einfach unseren schwarzen Stecker wieder in diesen Steckplatz CN16 auf der Platine. Dann haben wir den Steckplatz CN6. Den Stecker stecken wir aus der Platine heraus, stecken ihn hier rein, nehmen den gelben Stecker und stecken den dann in den gleichen Steckplatz CN6. Hier möchte ich euch nochmal die Platine zeigen. Jetzt natürlich ohne Verkabelung, aber ich hoffe, man kann es sehen. Hier seht ihr dann jeden Steckplatz gekennzeichnet mit einer CN-Nummer. Und so könnt ihr dann die Steckplätze dem Plan oder den Kabeln zuordnen. Beginnen müssen wir, das ist ganz wichtig, erst mit dem Drehkranz. Also wir müssen den Drehkranz, den alten Drehkranz ausbauen und den 360 Drehkranz einbauen. Dazu zwicke ich erstmal hier die Kabelverbindung auf. Die hält hier die Kabel zusammen. Löse das hier. Hier haben wir den Turmdrehmotor eingesteckt auf CN3. Jetzt seht ihr hier das Kabel, den stecke ich jetzt einfach mal aus, dann haben wir ein bisschen mehr Spiel. So, jetzt schrauben wir die Schrauben erstmal auf von dem Drehkranz. Hier seht ihr übrigens, dass hier ein paar Zacken nicht ausgefräst sind. Das ist hier der Schutz eben, dass der Panzer nicht 360 Grad drehen kann, sondern hier stoppt und dann hört ihr immer das Knacken, was im Endeffekt die Verkabelung hier schützt, dass die sich nicht überdrehen kann. So, jetzt haben wir den Drehkranz gelöst und er ist jetzt natürlich zwischen Verkabelung und Platine. Ich würde euch empfehlen, ihr löst jetzt alle Kabel, die nach oben gehen, einzeln aus der Platine raus und führt ihn hier außen rum. Ihr könnt euch natürlich die Kabel alle aufschreiben, die Kabelfarbe, wo sie drin steckt und alles wegmachen und gleich den Drehkranz wechseln. Wer das nicht möchte, kann das auf diese Art und Weise jetzt einfach auch machen.
ziehe die jetzt so einfach raus. Das solltet ihr eigentlich nicht so machen. Das Beste, ihr nehmt einen kleinen Schraubenzieher und hebelt die Steckverbindung leicht aus der Platine raus. So hier, nicht dass ihr Gefahr lauft und zieht euch die Kabel hier raus. So, jetzt habe ich meinen 360 Grad Drehkranz hier. Ihr seht, da ist kein Stopper da, das ist alles schön ausgefräst. Und der muss jetzt so mit der glatten Seite auf die Oberwanne so wieder rein. Jetzt könnt ihr es wieder so machen, ausstecken, einstecken. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das auch aufschreiben. Dann müsst ihr das nicht so machen, wie ich das jetzt mache. So, jetzt haben wir den Drehkranz hier und den befestige ich jetzt wieder am Turm. Beziehungsweise, das machen wir natürlich später, weil wir dann die ganze Verkabelung ja jetzt erstmal wechseln müssen und dann oben hier in den Turm einstecken bzw. einbauen müssen. Jetzt habe ich hier meine Kontaktleiste und jetzt stecke ich die Kabel einfach hier um. Das heißt, ich fange mit 10-16 an. 10-16 haben wir hier außen. Raus, stecken hier ein. Das Ganze ist ja verpolungssicher, das heißt, man kann den Stecker nicht falsch rum einstecken, weil man hier Nasen hat und die ganzen Nasen nach links hier eingesteckt werden. So, 10-16 sehen wir eine schwarze Buchse. Das heißt, wir nehmen unseren schwarzen 10-16 Stecker und stecken den hier rein. 10-15 haben wir gleich nebendran. Das nehmen wir auch wieder raus, stecken hier in 10-15 rein. Das ist die weiße Buchse und stecken dann den weißen Stecker hier bei 10-15 rein. So machen wir das jetzt der Reihe nach. Jetzt haben wir 10-6. Hier rein, das ist die gelbe Buchse und den gelben Stecker auf 10-6 stecken wir hier wieder rein. Dann haben wir 10-10, das ist der rote Steckplatz. So, einen roten Stecker stecken wir hier bei 10-10 wieder rein. Dann haben wir noch als letztes den blauen, beziehungsweise vorletztes. Das ist 10-4. 10-4 haben wir hier. 10-4 auf blau. Und blau hier auf 10-4. So, und jetzt haben wir noch die LED auf LED-Steckplatz 5, das Turm-MG. Steckt man hier. Es ist hier unten LED Plus und Minus, das heißt, rot haben wir hier auf der linken Seite. Steckt man hier rein. Okay,
Wie ihr seht, haben wir das Kabel jetzt schön von der Platine, wird es hochgeführt in den Turm. Wenn ihr euch fragt, was haben wir hier noch für einen Steckplatz hier oben, FPV, First Person View, das ist später mal für eine Kamera oder sonstiges für die Stromversorgung, die kann hier angeschlossen werden. Als nächstes jetzt muss die Verkabelung in den Turm. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt einfach schnell, wie die Verkabelung oben in den Turm reinkommt und wie man in dem Fall, wie ich jetzt vorschlagen würde, zum Beispiel den Schleifkontakt befestigen kann. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt den Turm auch öffnen, ihr könnt die Verkabelung ganz sauber am Turm irgendwo befestigen. Wichtig ist euch, ich möchte euch nur das Prinzip jetzt zeigen, wie das Ganze eingebaut werden kann. So, wir sehen hier schön, wir haben die ganze Verkabelung jetzt verlängert hier. Hier haben wir unseren Schleifkontakt. Das heißt, das Ganze kann sich hier drehen. Unendlich drehen im Endeffekt. Hier haben wir jetzt den Turm. Das heißt, die Verkabelung muss jetzt hier rein. Wie gesagt, ihr könnt jetzt den Turm öffnen, könnt es nochmal schön anbringen, im Turm nochmal schön fixieren. Wichtig ist natürlich, dass es hier nicht beim Heben senken sich irgendwie in die Quere kommt mit dem Motor. So, und ich würde jetzt den Schleifkontakt, den haben wir jetzt hier, den kann man jetzt im Prinzip hier an der Schusseinheit befestigen. Bevor ich jetzt den Schleifkontakt mit dem Kabelbinder hier befestige, verschraube ich jetzt erstmal den Drehkranz wieder am Turm. Müsst ihr schauen, wenn ihr die Kanone nach vorne habt, dann muss die Ecke hier nach vorne. Ich habe den jetzt auf die Schnelle befestigt. Wie gesagt, ihr könnt vielleicht idealer noch ein bisschen eine bessere Position finden, so dass er eigentlich fest sitzt. Oder ihr könnt ja auch ein bisschen Kleber noch dran machen, dass er richtig fixiert ist. Das Prinzip funktioniert. Das heißt, hier dreht sich jetzt die Verkabelung unendlich durch diesen Schleifkontakt, eben durch den Schleifring hier oben. So, ich zeige euch dann das Resultat am Ende noch, beziehungsweise eins habe ich noch vergessen. Und zwar haben wir noch so ein Spiralkabel dabei. Das ist das hier. Und zwar könnt ihr hier eure Verkabelung noch ein bisschen sichern, dass die nicht so im Panzer rumfliegt. Und zwar zwirbelt man das so ein bisschen auf und geht dann um die Verkabelung rum. Du kannst dann später am Kabel noch ein bisschen hoch und runter schieben, dass es ordentlich ausschaut. So, wie ihr seht, haben wir die Kabel jetzt ordentlich hier zusammen. Überprüft bitte zum Schluss nochmal, ob ihr alle Kabel richtig eingesteckt habt, dass sie alle richtig fest sitzen. Okay. Und dann können wir unseren Panzer jetzt wieder verschrauben. So, sieht schon mal gut aus, wie ihr seht, Panzer blinkt, das heißt, er ist startbereit. Jetzt starte ich noch den Panzer und zeige euch, wie es ausschaut mit der 360 Grad Turmdrehung.
Das war unser Einbauvideo zum 360 Grad Turmdrehkranz am Henglong-Panzer Leopard 2A6. Wir haben zwei verschiedene Drehkränze, einen großen und einen kleinen. Das heißt, es können alle Henglong-Panzer ab der Version TK 6.0 umgebaut werden. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich rüberbringen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie hier in die Kommentare oder ruft unsere Hotline an oder schreibt uns eine E-Mail an service@heng-long-panzer.de. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, dann werdet ihr über jedes neue Video, Technikvideo oder Produktvorstellung informiert. Bis bald. Tschüss.